Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben Ihnen diesen Antrag vorgelegt, wie der Kollege Ott ja eben auch vorgestellt hat, weil es berechtigte Sorge gibt, dass der Bund seine Anteile am Flughafen Köln-Bonn verkaufen könnte. Unsere zentrale Intention dieses Antrages ist zu sagen, öffentliches Eigentum, und dazu zählen wir Flughäfen natürlich aus guten Gründen, öffentliches Eigentum muss in öffentlicher Hand bleiben, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, an der Fortentwicklung der Flughäfen, die entscheidend sind für unsere Verkehrsinfrastruktur, entsprechend auch von öffentlicher Hand mitzuwirken. Dabei geht es um die wirtschaftliche Entwicklung von Flughäfen, dabei geht es um die Frage, wie positioniert sich ein Flughafen am Markt, und dabei geht es natürlich selbstverständlich auch um die Frage, wie es um den Gesundheits- und Lärmschutz an Flughäfen und um Flughäfen herum bestellt ist. Ich habe jetzt eben gerade, haben im letzten Moment rein noch an einem Gespräch teilgenommen, wo es um die Frage ging der Lärm- und Feinstaubbelastung rund um den Düsseldorfer Flughafen, wo es ja zahlreiche Anwohnerklagen und Beschwerden gibt. All das wird man sozusagen nicht alleine in der Frage der Anteilsstruktur lösen können, aber sollte ein so entscheidender Akteur wie der Bund seine Anteile verkaufen und dann verkaufen eben an eine private Holding etc., würden wir die Möglichkeiten zur Intervention, zur Weiterentwicklung des Flughafens eben nicht sehen. Deswegen unser Plädoyer, unser erstes Plädoyer ist natürlich zu sagen, der Bund soll an der bisherigen Anteilseignerstruktur festhalten und soll seine Anteile entsprechend nicht veräußern. Sollte das nicht der Fall sein, das hat natürlich der Bund zu entscheiden, das ist keine Entscheidung, die der Landtag Nordrhein-Westfalen oder die Landesregierung zu treffen hat, dann ist unser klares Plädoyer, und deswegen haben wir diesen Antrag heute auch vorgelegt, dass die Anteile entsprechend in Händen der öffentlichen Hand bleiben und entsprechend in diese Richtung zu veräußern sind. Es ist ein Thema, was vielleicht nicht so sehr in der Öffentlichkeit steht, aber was hinter den Kulissen seit einigen Monaten die Gemüter bewegt. Wir sind vielfach angesprochen worden von Beteiligten oder am Flughafen beteiligten Kommunen mit der Bitte, uns dieses Themas anzunehmen. Deswegen haben wir Ihnen heute diesen Antrag hier vorgelegt und bitten, wenn Sie jedenfalls unsere Haltung, unsere Linie, dass grundsätzlich Flughafenanteile eben in öffentlicher Hand verbleiben sollen, auch unterstützen, dann bitten wir Sie, diesem Antrag entsprechend zuzustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.